Okay, also da rein. Hä? Warte mal, jetzt bin ich irgendwie verwirrt. So, hier geht's jetzt in die Mine. Das bedeutet. Ach so! Ah, okay. So. Rauszoome ich dann bestimmt mit Kreis, oder? Ja, okay. Ich habe mal ganz kurz was nachschauen, ob ich das hier sogar vielleicht vorgelesen hatte vorhin und. Nee, hatte ich nicht. Gut. Also kann man das eigentlich gar nicht, ohne es auszuprobieren, wissen. Also, gut. Aber ein Snipergewehr ohne Zoom, das wäre schon ein bisschen problematisch. Sklave, der steht da und guckt in der Weltgeschichte rum. Ui, 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 ui. Weg, 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 weg. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn die mich sehen, ob die dann die Sklaven erschießen. Ach, leck mich doch am Eimer. Ich habe gerade überlegt, ob es sinnig wäre, vielleicht eine Gasgranate irgendwie in Erwägung zu ziehen, aber. Aber eigentlich wäre es auch bei so einem älteren Spiel ziemlich cool. Also jetzt bei allen drei Teilen im Endeffekt. Wenn man nicht zoomen könnte beim Scharfschützengewehr. Weil dann quasi man sagen könnte, die Entwickler, die wollten einem zwar ein Scharfschützengewehr an die Hand geben, aber es wurde nicht bedacht, dass man ja da eventuell zoomen könnte. Wo ist der denn? Oh, da ist er. Wäre so geil, wie er einfach so weiter seine Runden gedreht hat, wo sein Partner einfach mal erschossen wurde. Mit einem gut gezielten Kopfschuss. Guten Tag. Ich bin hier, um die ganzen Sklavenarbeiter zu befreien, die gegen ihren Willen in den Minen schuften. Wo sind die anderen? Es gab eine Epidemie. Viele von uns wurden krank und konnten nicht mehr arbeiten. Jones, der Vorarbeiter, hat sie irgendwo da unten unter Quarantäne gestellt. Ich werde sie finden. Wir werden die Mine in die Luft jagen, aber zuerst schaffe ich euch hier raus. Die östliche Passage ist der beste Weg nach draußen, aber sie ist schwer bewacht. Das mache ich schon. Sklave, Sklave, okay. Und wer ist da? Ah, nee. Gar nichts, okay. So. Da geht's noch weiter rein. Ui. Jetzt muss ich auch noch ganz kurz auf unsere Karte schauen. Ah, da geht's einfach nur hoch. Und da muss ich anscheinend auch Sprengstoff schon mal irgendwie legen. Also ich weiß, wie es euch geht, aber ich höre nichts. Oder er versucht irgendwo anzurufen und es geht keiner dran. Das kann auch sein. Er ja, ist ja okay jetzt. Wahrscheinlich sollte das jetzt so ein Hinweis sein, so nach dem Motto. Danke. So nach dem Motto hier, sie dürfen da nicht lang. So, seid mal nicht so aufgedreht, ihr beiden. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier den Sprengstoff legen soll. Wahrscheinlich hier irgendwo, hä? Gibt das Sinn?
Frage ist, ist dieser Punkt auf der Karte, ist das genau der Punkt, wo wir den Sprengstoff hinlegen sollen? Ist es einfach nur so ein Hinweis, so, ah ja, wir sollen irgendwo da Sprengstoff legen? Okay. Gut, ich habe jetzt aber auch keinen Indiz dafür irgendwie bekommen, dass man hier irgendwo den Sprengstoff legen soll. Ja, gut, dann gehe ich erstmal weiter rein in die Hülle. In die Mine. Vielmehr. So, vorsichtig um die Ecke gucken. Eine Rolle. Ah, hier kann es natürlich passieren, dass uns jetzt genau das passiert. Dass nämlich auf einmal einer auf uns zugelaufen kommt. Ja, du, das ist halt Kacke, weil ich einfach nichts mehr sehe, wenn die dann so hinter mir stehen. Okay, es erinnert mich so ein bisschen an diesen Davon wird es gefährlich. Untergrundabschnitt. Das hat auch irgendwas mit Römern zu tun gehabt. Das war, glaube ich, in Teil 1 noch. Ich muss mal die Waffe wechseln, weil ich habe nicht mehr so viel Munition dafür. Was ja, haben die Gegner mich eh schon gesehen, also können wir auch hier die Kalaschnikow nehmen. Das war knapp. Ich hatte es nämlich gerade offen gestanden, nicht auf dem Schirm. So, ist er auch über uns auf gleicher Höhe oder ist der unter uns? Gleiche Höhe, es sind zwei. Ah, ich habe gerade überlegt, eine Granate zu werfen. Ich mache so, das ist, glaube ich, ungefährlicher. So, Freunde, weiter geht's. Hey, warten Sie auf uns! Ne. Ist ja jetzt einfach einer gespawnt und hat die. Ist klar, ein. Mir fehlen die Worte gerade. Ich kann nicht mehr sprechen. Ah. Oh. Das ist natürlich dämlich, ne? In so einem Spiel, wenn du da eine Escort-Mission hast. Ah, oh, sein Kack. Ist er jetzt wieder da, der Typ? Ja, er ist wieder da. Terrorist eingedrungen. Erschieß ihn. Gut. Also muss ich ja im Idealfall vor und hinter den Sklaven gleichzeitig laufen, damit dir nichts passiert. Dann machen wir das so, ne? So, ich habe extra ein bisschen Lärm gemacht, damit der andere Dude vielleicht schon auf uns zugerannt kommt. Hat wunderbar funktioniert. Juckt ihn einfach in keinster Weise, ne? Wartet hier, da vorne wird es gefährlich. So, auf der anderen Seite ist es auch einer wieder gespawnt. Ah, da ist der zweite im Bunde. Auf geht's weiter. Hat er das gerade auch gesagt? Nee, ne? Das ist dann so ein Hinweis an uns, dass er jetzt keiner mehr kommen wird, anscheinend. Was er natürlich weiß. Im Vorfeld, da kommt keiner mehr. Okay, Leute, dann.
Bewegt euch. Also erstmal müsste ich mich bewegen, damit die sich bewegen können, aber... Man könnte den beiden ja einfach mal eine Waffe geben, ne? Das wäre auch mal so eine Idee. Mujari, bin im westlichen Komplex. Stehe schwer unter Beschuss. Sie erreichen den westlichen Komplex durch diesen Tunnel. Der Jesus, ergib dich. Ich bin nur ein paar hundert Meter von dir entfernt. Ich werde sie aus dem Hinterhalt angreifen. Gehen Sie und retten Sie Ihren Freund. Von hier aus finden wir unseren Weg selbst. Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Ich finde, entweder braucht Seifenfilter, also ich rede jetzt von dieser Trilogie, es gibt ja noch zwei oder drei weitere Teile, die für die PSP erschienen sind, die jetzt auch im Klassiker-Katalog hier drin sind, für die PS5 und die ich auch Let's Playen werde noch, definitiv. Also höchstwahrscheinlich zumindest. Ohne Scheiß, zumindest die Trilogie braucht ein Remake. Also entweder ein Remake, nein, kein Entweder, es braucht ein Remake. Oder, ich weiß ja nicht, wie der Teil jetzt hier endet oder die PSP-Teile, keine Ahnung, wie die Story weitergeht, aber entweder noch ein Nachfolger, je nachdem, wie die Story halt weiterging, oder halt wirklich ein Remake. Das meine ich jetzt nicht wegen den technischen Unzulänglichkeiten, also ich meine es einfach, weil das einfach so Kult ist wie gerade, die stehen dann alle drei, dann diese Kopfbewegungen so in alle Richtungen und das ist einfach diesen Kultfaktor, den die Seinfilterei einfach hat. Weil ich konnte ja sonst immer nur für die Teil 1 und 2 sprechen. Und gerade der erste Teil ist ja mega beliebt. Ich habe es ja auch in den Kommentaren schon sehr oft gelesen unter meinem Let's Play. Oder bei beiden Teilen, unter beiden Let's Plays im Endeffekt. Aber auch der dritte Teil, wie gesagt, der steht dem ja in nichts nach. Also das ist ja für mich, keine Ahnung, genau gleichwertig von der Qualität. Klar, die KI ist vielleicht ein Ticken dümmer. Habe ich so den Eindruck, aber ja. Trotzdem absolute Kult, also Kultfaktor oder Kultpotenzial vielmehr. Ui, scheiße! Oh, das war natürlich richtig assi. Scheiße, okay. Ja, okay. Ach du Kacke. Gut, Leute, dann nehmen wir die Waffe hier. Hier, von da kamen wir. Ja, so eine Weste, die wäre schon cool, ne? Shit. Das ist wie am Anfang von Seifenfilter 2. Da gab es auch so eine Mission. Da sollten wir doch auch zwei Teammitglieder schützen. Da waren ja ein paar Heckenschützen. Wir mussten die Kameraden vor den Heckenschützen schützen, quasi. Also merkt man, das Wort schützen, das ist irgendwie dann in dem Kontext recht widersprüchlich ist. Ach, da ist ja die Ressource. Ging es quasi um den Typ da vorne. Okay, sehr gut. Mujari, ich schulde dir was. Du würdest das Gleiche für mich tun. Lass uns die Mission zu Ende bringen. Gut. Okay. Das muss ich mich erstmal hier zurechtfinden. Was hier so Sache ist. Und ich darf nicht ins Feuer laufen, glaube ich. Ich denke mal, dass wir nach unten müssen. Oder da vorne hin. Ja, beziehungsweise von da vorne kamen wir ja. Ich springe jetzt einfach mal hier runter. Ah ne, wir können hier lang. So, jetzt hier runter. Geht das? Ja, es geht. Okay, also ich finde der Schwierigkeitsgrad schon ein bisschen angezogen. Liegt jetzt nicht nur daran, dass ich jetzt die ganze Zeit hier ohne Weste rumrenne, sondern die haben einen auch einfach schneller im Visier. Die feindlichen
Kräfte bzw. Verbände. Und hier ist nirgendwo eine Weste. Am Anfang wurden wir damit zugeschüttet, wo wir keine gebraucht haben. Wo ich hier durchspaziert bin mit dem Gabe und jetzt, wo Bedarf bestünde, da finden wir keine mehr. Und ich sehe gerade, wir müssen doch irgendwie hoch. Gut, das ist auf jeden Fall hier ein Anhaltspunkt, dass wir da hoch sollen. Und er ist ja auch sportlich, unser Kamerad hier. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, in welchem Verhältnis er zur Theresa stand. Das ist wahrscheinlich so eine Art Mentor, oder? Denke ich mal. Ah, okay. Also muss ich jetzt quasi wieder zurück. Und wahrscheinlich laufen uns gleich einige Schergen entgegen. Dachte er. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, da wartet schon einer auf uns, seht ihr? Also kann ich eigentlich Rambazamba machen, weil die wissen ja eh, dass ich hier rumlaufe. Gut. Also hat der Blutverlust dann doch irgendwann eingesetzt. Hier, ups. Ah. Das war scheinbar eine etwas empfindlichere Stelle als bei ihmchen hier vorne. Dadurch war er auch deutlich schneller tot. Shit. Alter. So. Jetzt bin ich wieder im Rennen. Muss ich ein bisschen aufpassen, links und rechts? Nein. Nein. Nein, okay. Also wir haben die Jesus gerettet, wir haben die Sklaven in Sicherheit gebracht. Jetzt müssen wir eigentlich nur die Sprengsätze legen, da sind wir eigentlich schon wieder durch, oder? Oder wie, oder was? Ah! Gucken wir nochmal gerade auf die Ziele. Sklaven befreien. Officer Jones über kranke Sklaven befragen. Ja, Sprengsätze auf jeden Fall anbringen.